Ich rufe auf. Tagesordnungspunkt 10, zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Versicherungsaufsichts- und Kostenerstattungsgesetzes, Drucksache 19/6141 zu 19/5794. Berichterstatter ist Abgeordneter Reif. Ich bitte Sie um Berichterstattung. Schunter? Wie folgt. Der Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Energie und Landesentwicklung empfiehlt dem Plenum einstimmig, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. Im Bericht ist zu sagen, der Gesetzentwurf war im Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung in der 126. Plenarsitzung am 30. Januar 2018 nach der ersten Lesung zur Vorbereitung in die zweite Lesung überwiesen worden. Der Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung hat sich zuletzt in seiner Sitzung am 8. März 2018 mit dem Gesetzentwurf befasst und den unter A genannten Beschluss gefasst. Soweit mein Bericht, Frau Präsidentin. Hier steht 5 Minuten Redezeit. Ich habe keine Redezeit zu beanspruchen. Ich kann Ihnen nur empfehlen, das einstimmig so, wie der Ausschuss das zweimal getan hat, auch anzunehmen. Wenn Redebedarf vorhanden ist, kann ich das allerdings nicht verhindern. Aber ich empfehle das so, wie ich es gesagt habe. Herr Kollege Reif, ich wollte Sie nicht unterbrechen. Es wurde vereinbart, dass hier keine Aussprache erfolgt zu diesem Tagesordnungspunkt. So. Aber wir haben uns das alle angehört. So, dann bitte ich um Abstimmung. Wer in zweiter Lesung dem Gesetzentwurf zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU, FDP, SPD, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN und DIE LINKE und der Abg. Öztürk. Somit auch diese in zweiter Lesung einstimmig beschlossen und zum Gesetz erhoben. Vielen Dank. So, noch ein bisschen mehr Ruhe.